Hallo, hier ist wieder Arte TV. Heute mit Interview und Matchday. Gleich geht's los. Ja, herzlich willkommen zu Arte TV, zu einer neuen Folge, zu einem neuen Spielerporträt. Und ihr seht es schon, bei mir sitzt unsere Kreativbiene, Jaden Bennett. Herzlich willkommen bei Arte TV, Jaden. Bevor wir anfangen, ich möchte eine kurze Frage stellen zu letztem Spieltag. 2 Tore gemacht am Stadion Flugplatz. Erzähl mal, was macht das mit dir, so 2 Tore in so einem Stadion zu treffen? Ja, ist immer gut. Nach dem Tor hörst du direkt das Musik, es kommt an und dann, ja, weißt du, ist einfach geil. Tolles Gefühl, ja, sehr zu treffen. Sehr gut. Prima. Jaden, in England geboren. Dein Name ist auch sehr, sehr englisch. Warum sprichst du so gut Deutsch? Woran liegt das? Meine Mama ist deutsch. Also eigentlich habe ich Deutsch vor Englisch gelernt, zu Hause. Okay. Immer nur Deutsch geredet. Okay. Und ich war auch 3-4 Mal auch im Jahr, also habe ich hier nach Deutschland geflogen zu meiner Oma und Opa. Okay. Und ja, aber so ab 13, 14 hatte ich nicht so viel Zeit. Ja. Also dann habe ich nur fast nur Englisch geredet. Englisch gesprochen. Ja. Okay. Ich habe mir deine Vereinsstationen mal so angeschaut. Und da ist Watford U18 und U23, dann SC Paderborn, VfB Stuttgart. Das sind große Namen, ne, diese Vereine. Welche Erinnerungen hast du an diese Stationen? Also am meisten habe ich bei Watford, weil da war ich fast 12 Jahre oder 13 Jahre. Okay. Ja, Paderborn und Stuttgart war ich nur ein Jahr bei beiden, aber ja, da kann man sehr viel erleben und es ist auch sehr anders, weil es hier ist Herrenfußball und hier immer jeden Tag mit nur Herren umzugehen, ist ganz anders. Härter? Besser. Ja, du sagst es, jetzt Herrenfußball, jetzt Phoenix Lübeck seit September 22. Erste Frage, wie gefällt es dir im Norden, wie gefällt es dir hier in Lübeck? Ja, ist gut. Lübeck ist sehr schöne Stadt, ist auch sehr, also meine Oma und Opa, meine Tante, Cousine, die wohnen alle in Hamburg. Okay. Also ist nicht weit weg. Okay. Also ist auch ganz easy. Also du hast Familie auch hier? Ja. Okay. Super. Beim Stichwort Familie, wichtige Frage, natürlich dein Bruder, Keenan, der aktuell bei Darmstadt 98 spielt und ja kurz vor dem Aufstieg in die erste Liga vielleicht sogar ist. Wie ist der Kontakt mit ihm? Also du schaust bestimmt seine Spiele, aber schaut er auch deine? Ja, gestern auch zugeguckt. Über den Livestream? Ja, beim Livestream. Okay. Was waren die erste Nachricht von ihm? kann ich leider nicht sagen, weil er ist immer sehr kritisch. Ja? Aber okay. Ja, nee, er macht nur einen Scherz. Aber okay. Nee, wir reden fast jeden Tag. Ja? Immer über Fußball und ja. Er ist ja der große Bruder. Holt man sich Tipps da? Andersrum. Ist es mal ein Traum, vielleicht zusammenzuspielen in einem Club oder lieber jeder seinen Club? Also, ja, zusammen wird schon sehr geil, aber ja, Nationalmannschaft geht nicht. Geht nicht? Nee, okay. Nee, das geht nicht. Letzte Frage, bevor wir dann noch was zu unserer Schlussrunde kommen. Glaube an Religion ist bei dir eine große Rolle. Mhm. Woher kommt es und was gibt dir diese Religion und dieser Glaube? Also ich bin katholisch, heißt das? Katholisch? Ja. Mein Vater, der ist sehr, also sein Spitzname ist Pope. Okay. Also kann man schon sehen, okay. Er ist sehr, sehr hart da drauf, aber ja. Wir gehen immer zusammen sonntags in die Kirche. Okay. Auch alleine, wenn ich da bin oder ja. Okay. Also es hat einen großen Stellenwert bei euch in der Familie. Ja. Ja, der Glaube und die Religion. Prima. Was fehlt noch? Schnellfragerunde. Kennst du das? Ja. Ich habe ein paar Fragen. Wir freuen uns auf super witzige Antworten von dir. Und ich würde gerne anfangen. Dein sportliches Vorbild. Wer ist das? Muss es Fußball sein oder? Nein, ein Sportler. Steph Curry. Okay. Currywurst oder Fish and Chips? Currywurst. Currywurst. Ja. Arsenal oder Tottenham? Chelsea.
Außer Fußball, welche Sportart findest du noch gut? Basketball. Basketball? Ja. Strandurlaub oder Rucksacktour? Strandurlaub. Okay. Wer ist besser bei FIFA, du oder dein Bruder? Ich, natürlich. Wenn er das sieht. Wenn er das sieht, kannst du ihn selber fragen. Hast du ein Talent, von dem ganz wenige Leute wissen? Ich kann singen. Ja? Nein. Eine Probe? Nein. Gospelchor? Nee. Wenn Deutschland gegen England spielt? Deutschland. Bei welchem Tor freust du dich? Für Deutschland? Nice. Ein Ritual vor dem Spiel? Der Glaube und die Religion. Ja. Jaden Bennett, das war schon. Vielen, vielen Dank für dieses tolle, nette Interview. Das okay. war's von Adler TV. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, also wunderbares Interview, wunderbares Gespräch mit Jaden Bennett. Vielen Dank dafür, Jaden, und viel Glück heute. Ja, ihr seht es, ich bin nicht alleine. Unser Praktikant der Woche ist bei mir, Lennox. Ich grüße dich, Lennox. Du warst ganz dicht dran in den letzten beiden Tagen an der Mannschaft. Frage, heute ist Matchday gegen HSV. Wie ist die Mannschaft vorbereitet? Also ich denke super. Die Videoanalyse hat sehr viele Sachen gezeigt, wie HSV spielen wird. Das ist eine starke Mannschaft, aber ich denke, dass Phoenix das auch schaffen kann. Welche Erinnerungen hast du ans Hinspiel? War ja bei uns am Stadion Flugplatz. Sehr gute. Das Hinspiel war ja ein 3:1 für unseren FC Phoenix. Torschützen war Holzmann, Wuhr und Bennett. Meiner Meinung nach eines der besten Spiele in der ganzen Saison bis jetzt. Und ja, hoffen wir mal, dass es so weitergeht. Letztes Spiel war emotional eine Bombe, 4:4. Was tippst du heute Abend? 2:0 für den ersten FC Phoenix. Ist notiert. Also Lennox tippt 2:0. Heute Abend Matchday, unsere Adler gastieren beim HSV. Die Adresse, wo das stattfindet, blenden wir euch jetzt mal hier ein, damit es jeder findet. Wir hoffen, ihr kommt heute Abend zahlreich. Wird bestimmt wieder ein Spitzenspiel. Und dann wir sagen tschüss und bis heute Abend.